Hey there und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Zelda Super Metroid Randomizer mit dabei. Krasser Gegner und dachte ich mit frisch aufgefülltem Munitionsvorrat und einem Space-Amp. Jetzt geht's Yay! weiter, denn jetzt habe ich die Möglichkeit, nämlich frei durch die Luft zu bewegen. Yay, das gibt dir so viele neue Möglichkeiten. Das ist super. Ah, und da braucht man sogar den Level 1. Sehr gut. Das Teuer, also da muss ich aufpassen. Ich nicht gerade in die Teure fall. Endlich Sehr ist er gut. weg. Weil Säure und Rüstung vertragen sich halt nicht ziemlich gut. Ja, oh, die Mondperle. Ja, super. Oh, nice. Bitte geh weg. Also nicht die Mondperle, ich meinte den Gegner. Dann bitte sehr die Mondperle. Oh, Wo haben wir nice. sie da? Da haben wir sie. So, mir fehlt allerdings immer noch der Hammer. Ja. Aber mal sehen, was wir sonst noch für dich besorgen könnten. Yep. Au, jetzt bin ich leider ein bisschen in die Säure gefallen. Ach, macht nichts. Leider ein bisschen. Macht nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Eigentlich wollte ich noch mal schauen, was da noch wäre. So. Muss ich schauen. Okay, das wäre so diese Höhe. Ja, Ah, getroffen. sehr gut. Okay, da braucht man auch einen Level 1 Key. Nice. Ja, Und es geht wieder säurehaltig weiter. hast zwei Items auf dem Weg. Ich hoffe, dass die was Gutes sind. Gott. Ah gut, da kannst du dir bei dem Ding Lebensenergie holen. Nein, 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 Habe ich die Wand getroffen? Ja, ich Ja, glaube hast du. schon. Hast du, hast du, hast du. So, ich gehe jetzt mal. Wow. So, komm nicht bis nach oben, bitte. Also, wie viele Wände wollt ihr da noch reinsetzen? Antwort, ja. Also, das war jetzt nämlich die tödlichste Passage, die ich je gesehen habe. Und das alles für den Level 1 Key von Maridia. Ja, Also, das immerhin. noch mehr übertreiben geht nicht. Nein. So. Jetzt brauche ich mal kurz eine Verschnaufpause. Und dann zünden wir nochmal eine Bombe. Denn jetzt müssen wir da unten durch. Und am besten, wenn das gerade weg ist. Und schnell hoch. Oh Gott. Geht das vielleicht auch noch mit Malmessers? Nein, geht's Nein. natürlich nicht. Ich hoffe, das nächste Item lohnt sich. Ja. Und durch. Und noch einmal. Das ist noch schlimmer als in Berlin. The fuck? Oh Gott, die Passage wird jetzt schlimm. Und
Aha. Oh. Warte noch einmal. Und jetzt. Was? Was? Ich wollte. Die war von unten? Also das sag ich jetzt mal Betrug. Ich hab Videobeweis. Die Säure war unten. What the fuck? Dass man jetzt mal betrügen muss wieder. Das heißt, du musst die Mondperle auch wieder neu holen. Ja, scheiße. Mann, ich hasse diese Passage. Uff. Fick die Henne. Das war Beschiss. Ja, am besten mir gerade bis zu der Stelle, wo mich das Spiel unfairerweise getötet hat. Ajo. Also bis gleich. Ajo. So, ich glaube, wir können es jetzt langsam wieder in Kraft wegnehmen. Das sind jetzt hier an dieser Stelle ein Raum, wo ich gescheitert bin. So, jetzt warten wir extra länger. Und jetzt also, das Spiel wieder. Aha. Der Gegner war's. Wow, wie mies. Ja, also noch mieser geht's nicht. Wow. Zwei Items? Half und das Magic heißt, und jetzt Boski. Bald da durchlaufen, oder wie? Oh. Also, hättet ihr was dagegen, wenn ich dafür Safe State verwende? Mach das ruhig. Ah, also noch unfair geht das wohl nicht. Also dafür verwende ich auf jeden Fall Safe State, sobald ich bei den Items bin. Sowieso. Ja. Nämlich kein Bock, nämlich die Items zu verpassen, nur weil ich die falsche Richtung wähle. Ja, vor allem beides kann ich gut gebrauchen. Ja, einmal den Boski und einmal die halbe Magie. Yep. Verbrauch. Uff. Also, es gibt also nochmal einen Cut, bis wir wieder da sind. Aha. Ah, da. Okay. Dann habe ich jetzt eine Ahnung. Da jetzt Wand stören und dann mit Morphball reinholen. Na, du was. Ach so. So, jetzt verstehe ich. Gibt also zwei Passagen. Das heißt, wenn ich da bin. Ist das zu. So, sehr gut. Die Health Magic hätten wir schon mal gekriegt. Leider ist die obere Wand schnell wieder erschienen. Sonst hätte ich ein bisschen cheaten können. So, jetzt noch den anderen Käse. Gollum's Tower! Bicky. Somit hätten wir auch beide Items. Yay, finally. Auf jeden Fall, auf nimmer Wiedersehen, blöde, drückende Scheißstelle.
Ihr wollt das nicht ohne Safe States machen. Glaubt mir das. Ihr wollt das nicht ohne Safe State machen. Das war auf jeden Fall Kacke. So, komm, bringen Sie irgendwo auf. Danke. So. Und da unten ist Energie gewesen. Ich kann auch zum Schiffbruch. Dann hätte ich wieder ein paar Powerbomben wieder, die ich verbrauchen musste. Durch eine zehnfache Berliner Mauer prickelnde Scheiße. Ja, okay. Okay. Sollte kein Disgegen sein, ist einfach nur von den Entwicklern ein bisschen salz gewählt. Die wollten einfach diese Stelle nur dringend haben oder extrem schwer. Kann mir aber jetzt wirklich nicht entsinnen, was da original für Items waren. Wahrscheinlich Powerbomben-Container. Würde ich jetzt mal stark vermuten. So, wie sieht dein nächster Plan aus? Ja, wir gehen wieder zurück nach Brinsta. Da haben wir ja noch ein paar Items. Und jetzt durch den Space Jump haben wir jetzt mehr Möglichkeiten, da hochzukommen. Als wenn wir nur die Dingens hätten, nur den Wall Jump. Gegenüber vom Hyrule-Eingang, da habe ich noch ein grünes Kästchen. Hm. Da können wir auch mal eben reingehen. Ja. Gegenüber vom Hyrule-Eingang ist das dabei Zeppes. Ne, hier, Krateria, wenn wir der direkt der erste Eingang. Ja. Zu Hyrule. Ich dachte nur, ich hätte das schon gemacht. Bei mir ist das. Wird das noch grün angezeigt. Okay, das ist der Safe. So, und jetzt hier durch die Tür, bei mir wird das noch grün angezeigt. Ja, da war ich schon. Okay, dann habe ich das nur nicht gesehen. Alles klar. Wir haben bei Ocarina of Time ja gelernt, lieber einmal zu oft nachgucken als zweimal zu wenig. Ja. Denn man weiß nie, ob man wirklich was vergessen hat. Ja. Oder man meint, man hat etwas gemacht, aber dann ist es doch nicht der Fall. Yep. Lass mich einfach durch. Ich bin schon so getriggert genug, da müsste mir jetzt nicht auch noch im Weg stehen. Aber das lasse ich nicht liegen. Nope. Powerbomb sind ein bisschen zu wertvoll. Yep. Leicht sind sie mir noch zu wertvoll. Und lässt mich runter. Danke, Spiel. Dachte schon, es wollte mich gar nicht mehr runterlassen. Ja, irgendwie das Spiel so, nein, ich mag dich. Bleib hier. Ja. Bleib doch hier, wo es sicher ist, anstelle an einem Ort, der ziemlich gefährlich ist. Was willst du da unten? Ich dachte, ich könnte es noch ausdrücken, aber nö. Nö, warum? So, jetzt bin ich da. Wir wollen weiter runter. Ja, wir wollen noch weiter runter.
Mach mir jetzt nicht noch mehr Probleme, als ich jetzt schon habe. So. Alles gut, Chaos. So, jetzt kommen wir dazu einfach. Aber hier in der Stelle die Wall-Jumps, das wird ziemlich lustig gewesen. Ich glaube, das wäre gar nicht möglich gewesen. Vielleicht. Alter! So, dann steht mal. Alter, das ist nicht. Wow. Unbedingt gerade fair gestaltet, diese Gegner gespammen. Und das alles für ein Herzteil. Autsch. Shit. Ja, ich glaube, da würde ich jetzt bei der anderen Seite rauskommen, aber wir wollen lieber noch das Item, was unten drunter ist, holen. Einfach mal drei starke Gegner dahinter. Dann kennt euch doch. Uff. So, und da oben ist jetzt der Durchgang. Der Hammer! Ja, nice! Gut. Den wolltet ihr ja auch noch. Jetzt ist mir die Schattenwelt offen. So. Gut, dann hit mich doch mal. Ich habe eh noch ein bisschen Reserve-Energie. So, wieso schauen deine nächsten Pläne aus? Erstmal sichern. Damit mir das jetzt nicht verloren geht. Mhm. Okay, ich könnte jetzt entweder bis ganz nach oben campen, da wäre eine Safe Station, oder ich gehe ja ganz nach unten. Das musst du entscheiden. Versuch mal nach oben zu campen. Hörst du auf, deine Sachen nach mir zu schmeißen? Das ist nicht nett. Ich glaube, da kommt keiner mehr. Jetzt kommen keine mehr. Für einen Moment. Ich versuche mich nach oben zu kämpfen. Hätte ich drei Eisenkämpfe auf der Safe Station in der Nähe. Ist das ein S-Bahn-Durchgang oder muss ich von der anderen Seite? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Wow. Wie komme ich da am besten lang? Besser nicht, lass mal kurz mal die Plattform nochmal erscheinen, dann kann ich es besser beurteilen, wie ich da durchkomme. Ich glaube, dass es hier mit dem Eisbeam gedacht, dass man das hier machen muss. Ja. Man kommt wahrscheinlich schon noch über die Wege hin, aber muss dann irgendwie schaffen, da oben die Passage aufzusprengen. Ja, und von da unten reichen die Powerbomben nicht. Nee, da musst du. Hab ich sie jetzt aufgebracht? Bezweifle ich irgendwo. Nope. Ja, ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich da brauchst du verschieb die das mal und ich glaube, ich gebe. Muss ich schauen? Ja, ich glaube, ich gebe die Kontrolle mal an dich wieder rüber. Mhm.
dann, was du wieder mal holen kannst. Ja, ich habe ja jetzt Dings freigeschaltet. Und du gibst dir besten wieder die Energie zurück, die mir gerade gerannt. Man kommt da schon irgendwie hoch, aber das wird mir jetzt ein bisschen zu lange dauern, bis ich da oben bin. Und am Ende riskiere ich durch den Tod und das ist dann auch nicht das, was man wollen. So, da oben an das Item solltest du rankommen. Das habe ich schon geholt. War ja das erste, was das ich World Pump geholt habe. Ach ja, ich erinnere mich. Weil das ja halt auf der Minimap da in-game immer noch so ein weißer Punkt war. Hat mich ein bisschen irritiert. So, von meiner Seite war das jetzt vorerst bald. Seit dem nächsten Part geht dann die Action wieder bei Keanu weiter. In der Dark World nehme ich jetzt mal an. Ja, höchstwahrscheinlich. So, das war euer Chaos Onyx und dachte ich und? Keanu, warum leitest du die Verabschiedung ein? Sorry. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.